Hallo Leute, wir sind hier auf der HEM Radio 2024 und ich bin hier am Stand von Jugendforsch. Das ist der gute Aurelio Dobmeier. Er hat bei Jugendforsch gewonnen. Und Aurelio, was machst du hier mit deinem Projekt eigentlich? Was hast du für ein Projekt gemacht? Also mein Jugendforsch-Projekt war der Regenpausenanzeiger. Das habe ich für meine Schule entwickelt, weil wir müssen in der Pause immer auf den Pausenhof gehen und dürfen aber bei schlechtem Wetter nur drin bleiben, wenn es eine Durchsage aus dem Sekretariat gab. Und das wurde aber leider immer vergessen, sodass wir dann auch im Regen draußen stehen mussten. Deshalb habe ich dann mit der Schulleitung abgesprochen, dass ich halt so ein Gerät entwickle, was das Problem lösen soll. Es besteht jetzt aus 3 Stationen. Hier, diese Station kommt aufs Schuldach und erfasst die Wetterdaten. Die ist mit einer Solarzelle und einem Akku autark mit Strom versorgt. Dann hier, das ist so ein 3D-gedrucktes Gehäuse für einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Dann ist das hier der Regensensor. Dort kann ich erfassen, wie stark es regnet. Das funktioniert so. Hier oben kommen die Tropfen bei dem Trichter rein und werden unten auf so einen Nagel geleitet. Das sieht man, wenn man von unten reinschaut. Da sammeln sich dann immer gleich große Tropfen. Und wenn die abtropfen, erzeugen die unten dann einen kleinen Kurzschluss. Und so kann man die Tropfen einzeln zählen. Danach werden die Daten dann ins Sekretariat an eine weitere Station geschickt und dann auch eben angezeigt, also die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Und vor der Pause auch, ob man rausgehen muss oder nicht. Und dann gibt es eine weitere Station, da fehlt allerdings noch ein größerer Bildschirm. Und das wird dann am Eingangsbereich montiert, dass man direkt sehen kann, ob man drin bleiben darf oder eben rausgehen muss. Und ich habe gehört, du hast gestern deine Amateurfunkprüfung gemacht. Ja. Du hast die Klasse N gemacht, so ich verstehe. Genau. Was ist denn dein Rufzeichen? DN9AD. Und was hat genau dein Projekt jetzt mit und der Jugendforsch generell mit dem Amateurfunk zu tun? Wie bist du hier hingekommen? Also ich habe beim Jugendforschwettbewerb auf der Landesebene den Sonderpreis gewonnen, dass ich eben durch den DARC mein Projekt hier auf der HEM Radio vorstellen darf. Und ich habe gehört, es gibt so regionale Wettbewerbe und dann so Bundeswettbewerbe. Wie läuft das genau? Also das beginnt immer mit dem Regionalwettbewerb und die Leute, die den ersten Platz, also da gibt es verschiedene Fachgebiete, und wenn man den ersten Platz hat, kommt man dann weiter auf die Landesebene und dann arbeitet man sich halt immer weiter vor, bis man irgendwann auf der Bundesebene dann angekommen ist. Und ich habe es auf der Landesebene bis zum 3. Platz geschafft. Das ist echt krass. Also ich kannte bisher noch niemanden, der das so weit geschafft hat. Würdet ihr auf so eine Messe gehen, wo man sich diese Projekte ansehen kann? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Auf Wiedersehen.